Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Oh, hier ist der Fischkopf. Wir spielen weiter Wolfenstein The New Order. Und ich habe diese Stelle in diesem Spiel jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal verkackt. Und wir probieren es weiter. Wir probieren es einfach weiter. Ich habe jetzt eine neue Taktik. Ich gehe jetzt erst hier lang. Töte den Typen hier. Lade dann die Waffe neu auf. Zack. Gehe jetzt wieder hier lang. Boah, ich hammer erschrocken. Ich hammer erschrocken gerade. Hammer. So, dann haben wir hier noch so einen. Den töten wir. Unten kommt noch einer. Ja, den hatte ich auch noch auf dem Schirm. Und jetzt ballern wir, was wir haben, noch auf den rauf. Dann fliegt die erste Granate. Oh. Okay, wo ist hier? Danke. Da ist noch so ein Gewehr, aber... Ich glaube... Oh! 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 Noch eine Granate. Ich hoffe, die hat auch noch gesessen. Und dann machen wir das hier... finishen wir hier mit den Raketen. Oh! Ich glaube, noch eine Granate ist angebracht. Oh, shit! Oh! Cool bleiben. Rakete. Rakete. Kaputt. Okay, aber die anderen beiden sind nicht kaputt, glaube ich. Ist echt tricky. Da muss man echt so ein bisschen mit einer Taktik rangehen. Es ist, das Problem ist, ich kann ja irgendwie nicht in Deckung gehen. Schieß mal. Oh. Er ist kaputt. Oh. Aufregung pur, Alter. Kaputt? Sieht so aus, ne? Nein, da kommt was Großes. Schon wieder. Wieso lebt das Ding noch? Nein, nein, lass los, lass los, lass los. Amy, wo bist du? Wo bist du geblieben? Wow. Wieso schaltet ihr dann automatisch auf diese Waffe? Steht noch nicht ganz. Jetzt müssten wir aber eigentlich finishen können hier. Immer noch nicht. Schalten wir um, Digga. So, jetzt, jetzt haben wir das große Ding. Jetzt haben wir das große. Ist er schon tot? Oh. Nein. Puh. Geht alle kaputt. Jetzt kommt hier von der Seite schon. Es hört nicht auf. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir haben sogar noch relativ viel Leben. So, Leute, kommt mal besser jetzt raus. Ich glaube, die haben keinen Bock. Okay, cool. Dann schnappen wir uns jetzt hier noch. Nein, nicht das Ding. Die Rüstung, die wir kriegen können. Yes. Okay, 100, 100. Müssen wir jetzt hier runter? Oh Gott, ey. Oh nein. Das ist immer kein gutes Zeichen. Oder doch? Okay. Das U-Boot ist in Position. Alles läuft nach Plan. Was ist das denn? Was ist das denn? Wow! What the fuck? Shh.
Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ah, Fernsehen. Ich liebe Geschenke. Zeig es mir. Dir? Zeig ich doch alles. Warmes Blut, der Geruch. Wow. Können Sie sich noch bewegen? Sie haben genug Oxygen. Etwas, um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit Ihrem Hirn nicht stimmen. Tja. Eva? Sage Tschüss. Hast du? Hast du das gesehen? Ja. Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Übrigens, du bist in Berlin, finde ich gut. Ich komme vorbei. Bis gleich. Nicht schlapp machen. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist. Okay. Wir hatten ja auch schon das Thema, das Problem. Unglaublich viele Messer im Körper gehabt zu haben. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es sind. Macht aber nichts. Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, fliegen wir rein und gabeln Sie auf. Alles klar. Ich rieche, dass das Ding hier kein Happy End haben wird. Oh! William! Was ist passiert? Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blazkowicz. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute. Lauft, schnell! Lauft! Lauft, schnell! Hä? Hallo? Wollt ihr mich mitnehmen? Hier geht's lang. Waren das nicht eben noch viel mehr Leute? Oh, oh. Hi, Freunde. Blazkowicz, hilf mir hoch. Jo. Danke. Wow. Wir holen dich da raus und dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich und mich. Was machen Sie denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Ja, ich kenne Sie. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blazkowicz. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie... Wie ist das bei Ihnen? Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür,
Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Menschen wie Sie, Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung, doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen. Fergus. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Oh shit. Oh, los hier raus. Fucking shit. Ich bin gleich tot. Nein, meine Waffe. Er hat meine Elektrowaffe, kann das sein? Ich kämpfe jetzt als... Er hat alle meine Waffen? Hast du mich verarscht? Oh, gleich tot. Ah, da liegt noch eine Waffe, glaube ich. Nein, nein, keine Waffe, keine Waffe. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Lassen Sie den Prototypen ganz treffen. Kein Wunder, dass der richtig. Viel Schuss. Wie? Meine Granaten? Komm gar nicht an. Was soll ich denn tun? Ich brauche meine Elektrowaffe zurück. Kann sein, dass er damit schießt? Der hat meine Waffe geklaut. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Shit. Ich hau ihn einfach mit meinem Messer kaputt. Oder? Ja, also im Moment habe ich noch keine Ahnung, was ich machen soll. Ah ja. Okay, Granaten, Granaten, Granaten. Hochparten. Nein, die Granaten. Jetzt vielleicht, jetzt vielleicht, jetzt vielleicht. Ja. Hat er gerade gesagt, es tut ihm leid? Hat er das gerade gesagt? Komm, komm, komm! Ach du Scheiße! Ich habe eine Idee, was ich machen muss. Oh. Jetzt! Jetzt! Fergus. Stecken Sie da dran? Das kann ich. Wir sehen uns bald, Fergus. An einem besseren Ort. Sie verblüffen mich, Captain, aber Sie machen mir keine Angst. Okay. Das wird hart.
Aber hier ist Zeug. Okay, Digga. Mal schauen, was wir hier machen müssen. Oh, gerade. Ich glaube, wir müssen uns vor allem hier erstmal noch ein bisschen mehr Platz machen. Oh. Geh auf! Kacke, verdammte nochmal. Okay. Granate. Er hat ein Schutzfeld um sich herum. Guckt euch das mal an. Sie wollen mich schwächen. Aua, aua, aua. Aua. Seine Kraft aus dem Sturm. Direkt aus Asta. Oh, shit. Okay, das wird nicht so leicht. Sie fliehen wie eine Kakerlake vor dem Licht. Nur Haut und Muskeln schützen ihre zerbrechlichen Organe. Nun, meine! Okay. Was haben wir denn hier draußen? Haben wir hier irgendwas Nützliches? Auf jeden Fall schon mal sowas. Ich muss mir hier die Dinger aufmachen. Oh, 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 oh. Flieh! Blaskovic, flieh! Oh, gleich tot, gleich tot. Ah, was ist das denn? Hallo? Ach, das kann ich gar nicht. Das guckt nur noch da, oder was? Ah, 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 ah. Ach, weil das Ding hier Strom gemacht hat? Wie geil ist das denn? Okay, also das macht Strom, das Ding da hinten macht auch Strom. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Der Penner, ey. Lass mich durch. Lass mich durch. Und lass mich vor allem überleben, bitte. Kann ich hier irgendwo hoch? Ich muss einmal rumlaufen. Oh. Rüstung, sehr gut. Lauf weiter und überlebt das. Überlebt das. Komm schon, Baby, komm schon! Leben und komm, komm! Wie? Wo muss ich drücken, damit ich. Okay. Und. Yes. Okay. Jetzt müsste sein Schutzschild weg sein. Kann das sein? Noch nicht. Ist das Ding schon abgestürzt? Ist sein Schutzschild noch da? Warum denn? Wieso ist denn jetzt? Achso. Hier auch einfach nicht aufhören zu schießen. Oh, gleich tot. Guck mal, er schießt durchgängig. Kann ich nichts machen. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Nee, auf. Komm, spring. Spring, lauf. Oh. Ich glaube, ich bin jetzt zumindest ein bisschen geschützt. Was ist jetzt los? Was ist denn los? Was war das denn? General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. What the fuck? Ist er jetzt abgehauen? Ich habe das hier irgendwie nicht so ganz verstanden. Lass uns mal hier noch ein paar Sachen rausnehmen. Was wir so kriegen können. Ist hier noch irgendwo Rüstung oder sowas? In ein Loch gekrabbelt, Herr General. Das wird Ihnen nicht helfen. Ich erwische Sie. Ich muss da einfach rein, okay. Ich verstehe die Richtung. Und das Ganze werden wir auch tun. Aber erst ab der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.